Jo Leute, was geht ab? YNJ Motorsports ist hier wieder am Start. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Video geht es um ein Paket, wieder von Scooter Attack. In diesem Paket sind Teile drin für mein restliches Setup, was ich euch jetzt vorstellen werde. Und alles, was in diesem Paket ist, wurde durch diese Rabattaktion von Scooter Attack hervorgerufen. Also durch diesen Code, den man bei Scooter Attack einlösen kann. Das ist ja der YNJ-Code. Der bringt uns 5% Rabatt ein und euch auch. Also die 5%, die ihr bei jedem Kauf spart, gehen direkt an uns. Also ist das somit eine Unterstützung für uns oder beziehungsweise für mich. Und da bin ich echt stolz drauf. Und ich werde euch jetzt einmal zeigen, was hier drin ist. So wie ihr schon sehen könnt, viele Stage 6 Teile, eigentlich nur Stage 6. Und ich werde jetzt einmal alles mal rausholen und werde euch das mal zeigen. Ich fange einfach mal von rechts an. Wir haben hier einmal ein Stage 6 Performance Air Filter, also ist ja der Double Layer, wie er auch genannt wird, in der Farbe Rot. Ich kann ihn mal rausholen. Optisch natürlich auch ein Schmuckstück, muss ich sagen. Natürlich sind auch Adapter mitgeliefert, damit man ihn auch auf mehreren Vergasern fahren kann. Apropos Vergaser. Das wird geil, Leute. 28er Stage 6 RT Vergaser. Flachschieber. Also, da holen wir richtig Bums aus der Luzi. Dann, was braucht man noch für einen 28er Vergaser? Man kann ihn natürlich sehr schlecht zur Seite stehen lassen. Ich habe mich entschieden, also ich werde jetzt diesen Spacer fahren, damit der Vergaser Richtung Hinterrad zeigt, um einfach mehr Platz zu haben, damit das Ganze auch cleaner aussieht. Dann natürlich noch Hauptdüsenset für PWK-Vergaser natürlich. Und wir haben noch eine Nebendüse zum Abstimmen natürlich. So, falls ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, macht das mal, weil da ist schon viel mehr online. Also man weiß schon, mit wem ich das zusammen machen werde, was das nächste Video sein wird. Und auch so jeden Tag ein paar Updates werde ich jetzt mich mehr öfters drum kümmern. Und ja, wäre auf jeden Fall korrekt, wenn ihr da auch mal vorbeischauen würdet. Link ist natürlich auch in der Videobeschreibung für Instagram. Was brauchen wir noch? Da ich meinen alten Zylinder ja fahren werde, der ja noch so gut wie neu ist, den MK2 Racing, 12 mm. Natürlich einmal alles bitte neu machen. Dichtung, Kolbenring, Standard, sollte man immer tun. Kostet nicht die Welt und kann einem viel Arbeit ersparen. Dann, weil meine Kupplungsglocke hinüber war, einmal eine neue von Stage 6. Den Ring Cooler heißt die, glaube ich sogar. Die habe ich vorher auch gefahren. Siehst du, Ring Cooler stimmt sogar. Und bin ich vorher auch sehr mit zufrieden gewesen. Hat auch ihren Zweck erfüllt. Also werde ich den auch fahren. Dann Kurzzug-Gaszug von Stage 6 natürlich. Bin ich auch schon ganz gespannt, wie der funktionieren wird. Da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Weil den brauche ich, weil mit dem originalen Gaszug könnte ich diesen Flachschieber nicht öffnen. Also ein Muss. Und hier ist sämtlicher Schnickschnack. Einmal natürlich Benzin, Leitung, einmal alles neu. Rohre. Dann noch ein paar Dichtungen, dann noch Sprengringe. Noch was für einen Motor. Hier die Simmeringhalter von der Lichtmaschine. Also der Simmeringhalter von der Lichtmaschinenseite. Noch einen schönen Benzinfilter. Ja, ansonsten noch halt kleine Schrauben für den Motor, wie zum Beispiel hier nochmal die Ölablassschraube. Muss natürlich auch dabei sein beim neuen Motor. Noch eine Kupferdichtung. Schellen für den Benzinschlauch. Das ist jetzt in dem Paket gewesen, was von euch war. Jetzt kommt nochmal das restliche Setup, was ich ja im letzten Video vorgestellt habe. Einmal das komplette Stage 6 Variomatic Kit mit Wandler. Als Overrange Kit. Das darf auch nicht fehlen, natürlich. Und den. Ich habe noch einen Spacer, weil wir eine 85er Welle fahren werden von Malossi. Den habe ich jetzt aber nicht mehr hier, der ist schon weg, der ist schon unterwegs. Ja, das ist aber auch nichts Besonderes. Bei dem Spacer sind natürlich noch die Stehbolzen mit bei, die natürlich 5 mm länger sind.
weil das ja ein 5 mm Spacer ist, weil hier eine 85er Welle 12 mm benutzt wird. Das ist auf jeden Fall ein ordentliches Setup, würde ich sagen, im Gegensatz zu den vorherigen mit dem 21 Vergaser und auch den Wandler und Variomatic, die nicht so zueinander passten. Ja, das soll es mit dem Video schon gewesen sein. Das war einfach nur mal die Setup-Vorstellung, die wir hier haben. Wie gesagt, wenn ihr auf Instagram mal ein bisschen mehr sehen wollt, könnt ihr mir auch gerne folgen. Da versuche ich jetzt öfters mal was zu machen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und haut rein.